Im vergangenen Dezember wurde in Diyarbakır ein Syrer festgenommen, der zu den Bombenbauern der Terrormiliz IS gehören soll. Die Anklage forderte für den Mann bis zu 15 Jahren Haft. Am ersten Tag der Gerichtsverhandlung hat das Gericht ihn auf freien Fuß gesetzt. Damit saß der Mann nur 2 Monate im Gefängnis. Vor Gericht hatte der einstige Englischlehrer behauptet, kein Mitglied der Terrormiliz zu sein.